Herzlich willkommen zu Playa de Palma Copac. Tag und Nacht am Ballermann. Servus! Sind wir wieder losbar? Im Excel-Fieber. Ich hab meine Fieber in meiner Bauchtasche. Ich hab die Bitterbahn. Wir sind Playa Orica. Malle jedes Jahr. Herzlich willkommen zu Playa de Palma Kompakt, Tag und Nacht am Ballermann. Heute ist Dienstag, der 5. November 2024. Wir sind wieder unterwegs auf Mallorca an der Playa de Palma bei rund 25 Grad. Wetter soweit tipptopp, kleiner Mix aus Wolken und Sonne, kleines bisschen Wind weht, sehr angenehme Temperatur. Ja, morgen soll es dann wieder anfangen zu regnen, könnte auch das ein oder andere Gewitter dabei sein. Aber bislang haben wir mit dem Wetter, bis auf den einen Tag, wo hier das Gewitter war vor, wann war das? Weiß ich jetzt gar nicht mehr, vor ein paar Tagen. Doch, sehr, sehr gut. Ja, und heute ist Dienstag, das heißt, wir laufen mal wieder ein bisschen Richtung Can Pastia. Passieren da gleich wieder die Baustelle, Höhe Ballermann 12. Und ansonsten ist die Playa immer noch nicht leer. Hier am Strand, Höhe Ballermann, da sind wir, Balneario 11. Immer noch einige Leute am Strand unterwegs. Der ein oder andere traut sich auch noch ins Meer bei rund 21, 22 Grad Wassertemperatur. Ja, was machen wir sonst heute? Normalerweise ist das Latino im Winter montags und dienstags geschlossen, aber dadurch, dass wir heute Champions League haben, macht Domi Dor um 18 Uhr auf. Das heißt, wir gucken uns danach ein bisschen Fußball an. Aber erstmal laufen wir jetzt nach Can Pastia und schauen, was hier so unterwegs los ist. Letzte Woche war ja doch noch einiges geöffnet da unten. Ja, ich würde sagen, mehr gibt es gerade nicht zu erzählen. Ich mache mich weg und wünsche euch viel Spaß beim Video. Genießt die Aussicht und das schöne Wetter bei 25 Grad hier. Ja, eigentlich wollten wir heute zum Inselradio, hatten das kurzfristig mit dem Moderator besprochen, aber es hat leider nicht funktioniert. Wir brauchen dann wohl doch ein bisschen Vorlaufzeit mit der Ankündigung. Von jetzt auf gleich geht es leider nicht. Deswegen muss das heute leider ausfallen. Wir wollten mit insgesamt 4 Leuten hinfahren, werden wir aber eventuell dann spätestens nächstes Jahr mal in Angriff nehmen. Gestern Knobelmontag, war für mich ganz in Ordnung. Bielefelder Pilzstübchen, gerade mal 2 Runden verloren, damit kann man leben. Danach waren wir noch mal kurz im Bierkönig. Der Innenbereich war sehr übersichtlich, aber draußen auf der Terrasse war doch einiges los. Gut gefüllt, eigentlich komplett voll. Und dann haben wir am Freitag Nancy Frank im Bierkönig. Und hier kommen wir jetzt zu der Baustelle, Kanalarbeiten. Und die Bimmelbahn fährt auch noch. Ja, der eine oder andere wird es wissen. Heute ist ja der 5. November, das heißt in genau einem Monat, am 5. Dezember, feiere ich meinen Geburtstag hier an der Playa. Wer Lust und Zeit hat, darf gerne vorbeikommen. Wir feiern vom 4. in den 5. Dezember rein.
natürlich im Latino und dann feiern wir natürlich auch wieder raus. Also, wer Lust und Zeit hat, kann gerne vorbeikommen. Ich freue mich über jeden, der da ist. Letztes Jahr haben wir immer noch schönes Wetter gehabt mit 18 Grad. Davor das ja sogar 20 Grad und Sonne. Ich gehe tanzen. Kann man also Anfang Dezember auch nochmal machen hier die Playa. Ja, hier sind sie auch wieder fleißig, die Pflastersteine am Abreißen oder Aufreißen. Ja, gestern noch am 6er vorbeigelaufen, der ist noch geöffnet. Ansonsten haben alle Strandbuden hier zu. Und es ist deutlich ruhiger als letzte Woche hier der Weg. Zumindest hier runter gerade.
Dankeschön. Poolbereich hier am Fontanellas, also die Liegen wurden jetzt mittlerweile abgebaut. Ich weiß gar nicht, hat das Hotel zu oder offen? Könnte sein, dass die zu haben. Ja, wie man sieht auch, am 5. November hier in Cannes passieren noch einiges an Restaurants offen.
kommt gerne rum. Ob jetzt nach Arenal, Ballermann oder einfach nur nach Camp Bastida. Sehr schön. Thank you.
So, wie immer mache ich jetzt hier eine kleine Trinkpause, setze mich hier auf eine Bank, genieße die schöne Aussicht, das schöne Wetter und dann geht es gleich weiter. So, Punkt 15 Uhr, weiter geht's. Na, wie geht's euch? Uns sehr geht's gut. Super gut, ja. Sehr schön, freut mich. Wo geht's hin? Immer gerne deine Videos und jetzt haben wir gedacht, dich mal zu treffen. Weil du immer dienstags nach Canvastia. Ja. Wo geht's hin? Perfektes Tag. Wir laufen hier nur ein bisschen rum und genießen noch ein bisschen den Tag. Sind richtig. Noch zwei Tage da und dann geht's ab morgen soll es ein bisschen Regen geben, also heute nochmal ausnutzen. Ja, heute genau. Ist perfekt. Heute ist perfekt, genau. Genau, heute ist perfekt. Dann wünsche ich euch noch schöne zwei Tage. Und immer schöne Videos gucken. Ja. Alles klar, gerne. Mach's gut. Ciao, ciao. Ja, das ist immer schön, wenn man erkannt wird, wenn die Leute die Videos gucken und Spaß dran haben. Deshalb machen wir es ja. Damit ihr was von der Playa seht oder auch aus Canvastia, aus Arenal. Bisschen Party, bisschen Urlaubsstimmung. Und für alle, die vor allem auch in der Nebensaison hier sind, ein bisschen quatschen wollen mit mir. Ich bin ja meistens im Latino zu finden. Kommt da gerne mal rum. Wie gesagt, montags, dienstags eigentlich Ruhepause oder Ruhetag im Winter. Wenn Champions League ist, kann sein, dass der Dienstag geöffnet ist, so wie heute. Aber ansonsten immer von Mittwoch bis Sonntag ist das Latino für euch offen und ich bin meistens dann auch da. Und dann können wir halt ein bisschen was quatschen, wenn ihr Bock drauf habt. Thank you.
Ja, da hätten die Wolken sieht aus, als wenn es da Regen oder Gewitter geben könnte, aber es ist nichts unterwegs laut Niederschlagsradar. Aber das heißt hier nichts. Ich würde jetzt nicht ausschließen, dass es nachher doch irgendwie regnen würde. Zumindest irgendwo punktuell. Sorry. Gerade ein Kratzen im Hals. Was haben sie denn hier? Ja, Winterzeit, immer Zeit zum Renovieren, zum Bauen hier in der Playa. Oder auch hier in Can Pastilla halt. Ja, selbst hier unten ist noch geöffnet. Ich dachte, wäre jetzt die Woche auch schon zu, aber wie man sieht oder gleich sehen wird, noch nicht alles geschlossen hier. Oh, das sieht aber lecker aus. Hier muss ich auch irgendwann mal hingehen nächstes Jahr dann.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Wer kann sich noch erinnern, vor ein paar Wochen, als wir den Sturm hier hatten, da ist das Wasser von mir bis hier oben drauf gespritzt. Ja, wir haben jetzt 15.13 Uhr. Ich mache mich auf den Weg Richtung nach Hause. Ein bisschen frisch machen und dann treffe ich mich mit Dominik und Mr. Kümmerling. Setzen wir uns wieder auf die Mauer mit den Hunden. Richtung Sonnenuntergang und von da aus geht es dann ins Latino-Fußball gucken. Das war es jetzt erstmal aus Can Pastilla. 16.54 Uhr, noch rund 45 Minuten bis zum Sonnenuntergang. Mal sehen, ob der heute was wird. Wieder ein bisschen diesig hinten, so wie gestern. I don't know.
So, wir sind jetzt hier angekommen, Höhe Amrum Beach Club am Balneario 4. Könnt ihr sehen, hier sind so ein paar Absperrungen. Da liegt Material. Mal gucken, was die nächsten Tage und Wochen hier gebaut wird. Ich werde das auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Jetzt treffe ich mich nochmal mit Dominik, Mr. Kümmerling und seinen Hunden. Und dann geht es gleich ins Latino, ab 18 Uhr ist offen. Und dann gucken wir Fußball. Sitz. Nein. Sitz. Bleib. Nein. Bin nicht. Sitz. Bleib. Schau mal auf den Finger. Schau mal auf den Finger. Nein. Bleib. Bleib. Hoch. Bleib. Sitz. Sitz. Schau. Guck doch mal her. Schau mal hier. Bleib. Hey, sit. Sit. Spike. Hallo. Hallo. Nein. Sit. 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 No. Y lo vi de lejos, Pan, que se baja de un coche, se va hacia la fila. Y detrás de él. Stand by me.
So, wir haben jetzt 17.52 Uhr. Es wird so langsam Zeit, Richtung Latino zu gehen. Dobby macht jetzt gerade auf. Ich gehe mal davon aus, dass heute sonst nicht mehr allzu viel passieren wird. Deswegen würde ich sagen, war es das heute für Playa de Palma Kompakt. Tag und Nacht am Ballermann. Sollte da noch irgendwas sein, werdet ihr es sicherlich erfahren. Und dann schauen wir uns gleich mal ein bisschen Champions League an. Dauert ja nicht mehr lange, dann spielt der FC auch wieder Champions League. Kleiner Spaß am Rande.